die fertige Vogelgrundform hat, blättert man ein Dreieck nach links, wendet das und blättert das Dreieck auch nach links. Das sollte dann so aussehen, dass hier oben ein Spalt ist und da ein Dreieck. Jetzt faltet man ein Dreieck nach oben, genauso lang wie die anderen Spitzen, wendet das Ganze und faltet das Dreieck ebenfalls nach oben. Jetzt faltet man die Spitze so weit runter, bis die Spitze des inneren Dreiecks wieder zum Vorschein kommt. Sollte dann so aussehen. Und jetzt faltet man diese Ecke zur Mittellinie. Und auf der anderen Seite genauso wieder diese Ecke zur Mittellinie. Jetzt blättert man das nach links um. Faltet hier wieder die Spitze runter, bis die Spitze des inneren Dreiecks zu sehen ist. Faltet diese Ecke wieder zur Mittellinie und diese Ecke zur Mittellinie. Jetzt wendet man das Ganze und wiederholt das. Das sollte dann so aussehen. Jetzt legt man die Spitzen nach oben und geht mit den Fingern in die Zwischenräume rein. Drückt die etwas auseinander und klappt die oberen Spitzen nach unten. Also die ganz hohen Spitzen alle nach unten klappen. Daraus entsteht dann die fertige Rose. Viel Spaß beim Nachmachen.